So, wir machen weiter mit meinen nächsten beiden Gästen. Hier sind Annika und Tomislav. Hallo. Ihr beiden, schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo. Also, Annika, Tomislav, ihr beiden wart 4 Jahre ein Paar. Ja. Und du hast ihn jetzt verlassen. Ja. Warum? Weil meine Schwester behauptet hat, vor 2 Jahren, er gesagt vor 3 Jahren, hätte er gesagt, er hätte sich in meine Schwester verliebt und wollte sie küssen. Und ja, sie hätte schöne Brüste, er wünschte, ich hätte auch solche Brüste. Und ja, dann habe ich zu ihm gesagt, er soll einen Lügendetektor-Test machen. Und er hat dann halt gesagt, es wäre für ihn Kinderkacke. Und ja, und so habe ich mich halt immer von ihm abgestöpselt, immer mehr. Also diese Frage, ob er das wirklich deiner Schwester alles gesagt hat, hat dann immer mehr Wirkung gezeigt? Ja, wurde immer, also das Negative wurde immer präsenter und irgendwann hat es dann zum Bruch geführt, kann man das so sagen? Ja, der hat ja auch... Ihr habt 2 gemeinsame Kinder, ja. das zeigt ja, wie dramatisch die ganze Situation im Grunde auch ist. Wie lange seid ihr jetzt auseinander? Seit dem 5. Wie viel? Seit dem 5. jetzt, diesen Monat. Also 9 ganz, Tage. Ganz frisch noch, ne? Ja. Wie geht's dir, Tomislav? Gar nicht gut. Ich war immer treu und ich habe mich 4 Jahre nicht zur Schule kommen lassen. Also das heißt, du habe ich auch gesagt. Du fühlst dich zu Unrecht jetzt abgestellt im Grunde. Ja, ich war auch in Trennungstagen immer treu. Ich habe nichts gemacht. Ich habe auf meine Kinder geschworen. Ich war dir immer treu, Schatz. Sie fehlt mir an allen Ecken und Enden. Also das heißt, Tomislav, du bist richtig traurig über die ganze Situation, ja? Bitte? Lass uns bitte einmal kurz trotzdem, weil das ist ja der Knackpunkt, der schon seit langer Zeit wirkt, darüber reden, was du mit ihrer Schwester besprochen hast und was nicht. Ganz ehrlich. Hast du ihrer Schwester irgendwann mal Avancen gemacht? Nein. Man sagt doch mal schnell, oh, die sieht gut aus, wo geht das hin? Das war doch alles. Mehr habe ich doch nie, da war nur Freundschaft. Warum sagt meine Schwester das dann? Die hat das bei allen Freunden nicht gemacht. Weiß ich doch nicht. Das war vor 3 Jahren. Ich wollte die nie küssen. Ich habe nie was bei der versucht. Noch nicht, ich habe gar nichts gemacht. Glaub mir bitte. Ich liebe dich. Das Beste war ja auch, die waren einkaufen und dann waren sie mal 7 Stunden einkaufen. Und da meinte er, ne? Was? Da wäre nichts. Und die waren nur einkaufen. Das glaube ich. Und deine Schwester, was hat die gesagt? Meiner Schwester verstehe ich mich gar nicht gut momentan, die ist sowieso... Als damals, vor 3 Jahren, dieses Gerücht aufkam, ja? 3 Jahre ist es ja, ne? Ja, das hat sie gesagt. Hast du dich damals auch schon schlecht mit ihr verstanden? Nein. Da war noch alles in Butter? Ja. Was mich so ein bisschen wundert, also jetzt mal selbst gesetzt den Fall, er hat das wirklich versucht bei ihr, ja? Oder hat ihr wirklich vermittelt, dass er sie toll findet? Da finde ich es trotzdem, da wart ihr schon verheiratet, oder was? Nee, wir sind oder nicht verheiratet. Oder hattet ihr schon Kinder, meine ich? Ja. Ja, dann finde ich das total schwierig, dass sie direkt kommt und dir das so auf die Nase bindet. Sie hat es mir nicht vor 3 Jahren gesagt, sie hat es mir erst vor 1,5 gesagt. Und wart ihr da noch freundlich miteinander? Ja, da waren schon wir. Noch. Also meine Schwester bedeutet mir eigentlich alles. Normalerweise, wir sind immer durch dick und dünn gegangen, deswegen kann ich mir das auch gar nicht vorstellen. Okay, liebst du ihn noch? Sagen wir mal so, Gefühle ja, lieben, weiß ich nicht, ist einfach zu viel passiert. Ja, Tomislav, und du? Ich liebe sie über alles. Okay, also du willst einfach nur zurück und einfach ich deine einfach nur meine Familie Beziehung und Familie wieder haben, ja? Ich gut, pass auf, dann machen wir es jetzt folgendermaßen. Wir haben ja auch mit Tomislav einen Lügendetektor-Test gemacht. Ich würde vorschlagen, kurz und schmerzlos, wir schauen jetzt rein. Seid ihr bereit? Ja. Ja? Und die Ergebnisse, die bringt uns jetzt der Marc! Also, wenn er durch den Test fällt, was passiert dann? Wenn er durch den Test sauber geht, was passiert dann? Dann werde ich mich bei aller Welt bei ihm entschuldigen, dass ich ihm 2 Jahre nicht geglaubt habe. Tomislav, folgende Fragen haben wir dir gestellt. Hattest du während der 4 Jahre Beziehung mit Annika Geschlechtsverkehr mit einer anderen Frau? Nein. Er sagt nein. Das hier ist dein Ergebnis.
Vanessa, deiner Schwester, Komplimente über ihre Brüste gemacht? Nein. Bitteschön. Wolltest du Vanessa auf den Mund küssen? Niemals. Nein. Warst du in Vanessa verliebt? Nein. Und liebst du Annika? Von ganzem Herzen. Ja, das tue ich. Bitte schön. Also, bitte hakt ihr das Kapitel ab und geht bitte wieder ganz normal in Frieden nach Hause und seid wieder eine Familie, alle zusammen. Geht das? Mal sehen. Was ist, warum? Was ist das Problem? Was ist das Problem? Hast du 9? Also, bitte hakt ihr das Kapitel ab. Und geht bitte wieder ganz normal in Frieden nach Hause und seid wieder eine Familie, alle zusammen. Geht das? Mal sehen. Was ist, warum? Was ist das Problem? Was ist das Problem? Hast du 9? Ja. Das geht doch schnell bei dir, ne? Nein, kein Kind. Du hast aber, das geht aber schnell. Ich meine, ihr seid gerade erst getrennt. Wusstest du das, Tomislav? Ja. Ist es ernst? Das geht so nicht. Ist es ernst mit dem anderen? Ich muss jetzt erstmal kurz mit meiner Schwester gleich diskutieren, weil ich habe gerade echt gerade den Kopf woanders. Weil meine Schwester ist eigentlich wirklich alles für mich und ich verstehe nicht, dass sie mich so angelogen hat und was sie davon hat. Vielleicht hat sie irgendwas falsch verstanden. Lass es mich mal so formulieren. Vielleicht hat er ein Kompliment gemacht und das war neutral und sie hat daraus irgendwas Großes gemacht. Ja, ich kenne deine Schwester nicht, ich war nicht dabei, ich kann es wirklich überhaupt nicht beurteilen. Mich irritiert es auch, weil ich das Motiv von deiner Schwester nicht verstehen kann, gerade wenn ihr noch lieb wart zu der Zeit. Aber möglicherweise, ja, weil sowas passiert einfach unter Menschen, verstehen sich Menschen falsch. Der eine sagt ganz neutral, was Mann, sie ist ja toll aus oder steht dir super oder tolles Dekolleté. Ja, ich meine ganz ehrlich, das ist so banal. Theoretisch, ne? Und deine Schwester hat vielleicht was sehr Großes daraus gemacht. Viel reininterpretiert, überinterpretiert. Ich weiß es nicht. Klär's mit ihr. Ja, werde ich tun. Ja, sei vorsichtig in dem. Also hör dir erstmal an, was es ist. Es gibt immer noch diese Möglichkeit zu überlegen, sie haben sich einfach missverstanden. Okay? Aber jetzt erstmal alles Gute für euch. Ich weiß nicht, was ihr aus der Situation macht, aber mein Auftrag ist für heute erfüllt. Ich wünsche euch viel Glück. Dankeschön. Danke. Gerne. Oh Mann, da kann man nur hoffen, dass sich das noch wieder einrenkt. Das tut einem richtig leid, finde ich. So, wir machen weiter mit meinen nächsten beiden Gästen. Das sind Marcel und Ramona. Hallo. Hallo. Schön, dass ihr beiden da seid. Ich fange mit dir an, weil, Marcel, du vertraust Ramona nicht mehr. Warum? Ja, spaltenhaft und... Ja, was heißt Vertrauen nicht? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ja. Was, also du warst länger weg? Ja. Denn Vorgänger eben. Wie hat der Vorgänger erst benannt? Hotel Gitter? Also der Kollege eben sagte, er war im Hotel Gitter. Ja, war ein bisschen lustig. Ja. Okay, soll aber auch nicht unser Thema sein. Entscheidend ist, du warst eine Zeit weg. Ja, ihr beiden konntet euch nicht so sehen, wie es eben normal der Fall wäre. Richtig. Und was ist da passiert in der Zeit? Was war da? Ich war in Haft, bin irgendwann rausgekommen und hab halt
Ich vertraue eigentlich, aber ich habe ein paar Zweifel. Es kommen immer wieder Zweifel, dass was gewesen sein könnte, weil es so lange Zeit war. Gab es einen konkreten Hinweis, gab es einen konkreten Anlass, dass du Ramona so misstraut hast? Nein, nicht wirklich. Also einfach ein Bauch. Das ist ja ehrlich wenigstens. Ist es so ein Bauchgefühl, kann man das so sagen? Das Bauchgefühl, ja, wo nicht immer da ist, aber ab und zu. Ja, Ramona, jetzt mal ganz ehrlich. Diese Zeit, als du ohne ihn warst, das war ja, ich glaube, 2 Jahre waren es oder wie lang? Mhm. Das ist ja auch nicht ganz einfach. Ich meine, ich kann schon mir vorstellen, dass man als Frau dann ab und zu auch echt einsam wird, mal ausgeht. Ja. Und wenn dann, du bist eine sehr gut aussehende Frau, wenn dann so ein Typ kommt, dass man da vielleicht auch mal weich wird, schwach wird. Ist das mal passiert? Nee, ist nicht passiert. Gar nicht? Nee. Hast du mal geflirtet? Geflirtet, ja. Denkst du an jemanden Konkretes gerade? Es gab an Fastnacht, ne, gab's so Flirt, dass ich ihn auch direkt gesagt habe beim Besuch. Mhm. Da war aber nichts Ernstes. Also ihr habt geflirtet, aber es kam nie zum Kuss oder Ähnlichem? Mhm. Gar nichts? Ja. Wie ist es denn zwischen euch beiden? Wie stark belastet denn jetzt Marcells Eifersucht eure Beziehung? Sehr, würde ich sagen. Ja? Streitet ihr viel deswegen? Ja. Mhm. Wie sehen die Streitigkeiten aus? Das sind Vorwürfe, Unterstellungen. Gut, wir gucken rein. Du hast dich testen lassen. Ich bin sehr gespannt, sehr neugierig. Jetzt brauchen wir ihn, der Mann, der die Ergebnisse bringt. Hier ist er, hier ist Marc! Ramona, Folgendes wollten wir von dir wissen. Hattest du, seitdem du Marcel kennst, jemals Sex mit einem anderen Mann? Du sagst nein? Uiuiui, das ist eine Frage. Hattest du die Absicht, auch wenn Marcel länger im Knast geblieben wäre, auf ihn zu warten? Du hast mit Ja geantwortet. Lüge oder Wahrheit? Ich bin gespannt. Liebst du Marcel von ganzem Herzen? Ja. Gut. Das Ergebnis. Das sind die Fragen, die wir gestellt haben. Wir haben, glaube ich, noch ein paar mehr gestellt, aber wir schränken das immer ein und nehmen die wichtigsten. Kein Problem, die anderen könnt ihr euch noch anschauen. Also, auf Deutsch gesagt, dieser Test war mega. Strahlemann weiß. Alles gut. Dankeschön. Bitteschön.